Nächst den Herrn Christian Nieger. Jetzt zum Sonntausch. Da habe ich mich verschrieben. Und zum Schluss die Brigitte Sterlinger, aber sie kommt mit dem Tanzzettel. So, und die Monika Dittmann, sie trägt ein Trachtenkleid in grün gehalten und der Fredl Roth ein wunderschönes Pferdl, darüber eine selbstgestrichte Trachtenweste, wunderbare Jeans und Herr Hascher. Und dann Walzer noch gerade. Bravo! Die Erika Angerer, begleitet von Christian, trägt einen Trachten-Zweiteiler in beige Rot, gehalten mit wunderschönen und schönen roten Seidenblut. Und der Christian Nieger, der hat eben eine wunderschöne, nielange, Raulederhose mit einem originalen Trachten. Zum Schluss die Brigitte Sterlinger, begleitet von Franz Zechlin. Sie trägt ein grau-schwarzes Trachtenkleid und der Franz ebenfalls eine originelle Lederhose mit einem Gilet dazu, einer tollen Hemd. Ich weiß nicht, ob der Hut auch zum Kaufen ist oder ob er seine eigene Verlust hat. So, die Katharina Schachova, sie bringt jetzt mal auf die glasgestütztes Täschchen. Und die Rosemarie Bauernhofer, sie trägt einen schwarzen Hosenanzug. Darunter ein reinrotes Top und beachten Sie auch hier die eleganten Palettenverarbeitungen. Applaus für diese wunderschönen Models und die wunderschönen Modelle. So, die Monika Dittmann, sie trägt ein schwarzes, hochgeschlossenes Abendkleid mit aufwendiger Swarovski-Stickerei am Oberteil. Ein Täschchen hat genommen, dass sie so lastig und auch so gelötet von dem ganzen Abend überfrischt auszusehen. Die Erika Anger, sie präsentiert einen schwarzen, bodenlangen Rock mit aufwendigen Blickfang, der kommt erst, wenn sie sich dreht dann. Und ein dazu passendes petrolfarbenes Stoff, darüber ein Sandkolor. Und die Bitte Sterling als Liebesdiene Seitinger. Wunderbar, würde ich sagen. Da passt sie dann auch so dazu. Auf los geht's los. Los. Bitte beachten Sie diesen gekonnten, langsamen und eleganten Schritt. Ja, die Katharina Schafferhofer, sie trägt einen schwarzen Rock mit extravagantem Sound und darüber ein silber schillerndes Shirt, eine schöne Tasche mit passender Kette. Applaus für die Katharina Schafferhofer. Die Frau Linde Schmidt, ein wunderschönes schwarzes Abendkleid. Sie werden sehen, wie sie die Jacke auszieht, mit luftigen, wunderschönen Füllärmeln und einer goldsilber gemusterten Abendjacke. Wunderschön, fließend, schöne Tasche. Und die Frau Christine Seitinger,
ein schwarzes, elegantes Abendkleid. Das sind wir auch kurz gedacht, das sind diese wunderschöne Goldkette, die sie fast versteckt, würde ich sagen. So. Ja, präsentiert ein dunkles Trachtensakko mit dazu passendem Trachtenhemd und einer lässigen Jeans, wird auch lässig präsentiert. Super. Super. So, der Franz, er trägt eine wesentliche Umbausicht. So, Franz, eine tolle Jeans und ein gestreiftes Pfarrer. Super, schön, toll. Und zum Schluss der Christian. Ein wunderschönes graues Ledersakko, ein schönes Trachtenhemd darunter. Mit Hirschhornknöpfen, hat man auch schön. Und dazu passenden modernen Jeans. So, was wir haben mit euch. Es verabschiedet sich von Ihnen Frau Monika Dittmann, Frau Erika Angerer, Frau Brigitte Sterlinger. So, jetzt können Sie wieder gentlemanlike die Damen begleiten. Die Frau Katharina Schafferhofer, die Frau Linde Schmidt und die Frau Christine Seitinger. Und zum Schluss nochmal unsere männlichen Models, den Fredel Ruth, den Franz Zeching und den Christian Nigerl. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, noch einmal ein herzliches Dankeschön, ein wirklich ehrliches Dankeschön. Bleiben wir dann da hinten bitte stehen. Ich darf jetzt zu mir noch bitten, die Elisabeth Eisner, bleiben wir dann da hinstehen. Zu mir auf die Bühne bitte die Elisabeth Eisner, auch ihr gebührt ein großes, großes Dankeschön. Sie ist verantwortlich für die Choreografie, sie hat es mit den Models einstudiert. Die hören wir nicht zum Geier auf. Die Kleinen da vorne, ich habe gebeten, dass sie sich hinstellen. Denen taugt das anscheinend so. Warum lassen wir es noch geil? Dankeschön an die Elisabeth Eisner, den Auftritt haben wir nicht so gebraucht. Darum diese kleine Zwischenfall. Dieser ganze Zwischenfall, Sie wollen sie herzeigen. Ein Dankeschön geht auch an den Markus Hödl, der für die Musik verantwortlich war. Herzlichen Dank, lieber Markus. Noch einmal ein Dankeschön an die Susi Neuhol. Ist sie irgendwo da? Dann würde ich sie auch auf die Bühne bitten. Sie ist nicht da. Doch, die Susi ist da. Susi, komm auf zu uns. Applaus für die Susi, für diese wunderschönen Frisuren, die sie gemacht hat. Die Frau Annemarie Stix. Wo ist die Annemarie Stix? Diese Designertasche Marilyn Monroe-Typ, die ist leider nicht mehr zum Verkaufen, weil die kriegt unsere Choreografin, die Elisabeth Eisner. Dankeschön, Herr Ammer.